Was ist der Unterschied zwischen LASIK und Femtolasik? Die LASIK-Methode ist die älteste Methode der Schnitttechniken. Die wurde 1991 entwickelt. Und hier schneiden wir, hier kreieren wir einen Lentikel mit einem Mikropräzisionsmesser, mit einem Mikrokeratom. Und im Laufe der Zeit wurde diese mechanische Methode mit einem zweiten Laser ersetzt, mit dem Femtosekundenlaser. Das heißt, bei der Femtolasik, welche die Weiterentwicklung der Lasik ist, schneiden wir nicht mehr mechanisch, sondern wir schneiden mit dem Femtosekundenlaser. Prinzipiell in der ersten Methode und in der zweiten Methode erzielen wir einen Flap oder einen Lentikel. Nur die Art, wie wir diesen Lentikel erzeugen, ist unterschiedlich. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLaser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.